Statistikpflichten sind immer die ungeliebtesten Dinge eines Handwerksmeisters, weil er eigentlich handwerken will und nicht am Schreibtisch sitzen und Listen ausfüllen. Im Moment ist es halt so, dass wir viele Statistiken quartalsmäßig im Halbjahresrhythmus oder jährlich ausfüllen müssen. Das sind oft Papierformulare und da muss nachgeguckt werden, wie viel Energie habe ich verbraucht, wie viel Strom habe ich verbraucht, wie viel Kraftstoff habe ich verbraucht oder wie viel Backwaren habe ich zum Beispiel in unserem Gewerk hergestellt. Und das wird dann in Listen eingetragen und diese Listen müssen dann ja oft noch verfaxt oder eingescannt wieder zum Statistischen Amt geschickt werden. Und ich glaube, wichtig ist jetzt, dass wir die Zahlen, die einmal in der Buchhaltung sind, bei jedem Betrieb jeden Monat, dass wir aus dieser Buchhaltung die Zahlen umlegen können. Und selbstverständlich, das kann jeder ausrechnen. Wenn ich halt über ein Jahr Energie verbraucht habe, meinetwegen Kraftstoff, weiß das Statistische Bundesamt, was der Kraftstoff in diesem Jahr im Mittel gekostet hat. Also brauche ich nur den Eurowert, den ich auf der einen Seite habe, durch den Mittelwert teilen und habe hinter Kilowatt oder Liter raus. Und ich glaube, das ist viel einfacher. Man hätte jeden Monat die Zahlen. Und unser Ansatz ist eben halt, dass automatisch aus der Buchhaltung mit einem Kontenrahmen, der vorgegeben wird, diese Zahlen direkt online im Prinzip an das Statistische Amt oder an IT-NRW geschickt werden. Und somit spart man dem Handwerksmeister die Arbeit und hat trotzdem viel, viel mehr Daten, eine größere Grundmenge und kann daraus viel bessere und genauere Statistiken empfehlen.